Hallo Leute, ich bin Lu und heute habe ich die irische Dreifaltigkeit für euch. Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal habe ich drei unbekannte irische Whiskys für euch. Ich habe nämlich vom lieben Christian ein Blind Sample Paket bekommen, vor jetzt schon ziemlich geraumer Zeit. Ich bin jetzt erst dazu gekommen, das Video zu machen und ich bin ganz gespannt. Meine irischen Whisky-Kenntnisse beschränken sich nämlich auf Connemara, Talamudieu und Kilbeggan. Ihr seht, mein Bushmills ist noch zu, der Irishman genauso. Ja, klar, gibt jetzt nicht so viele Brennereien in Irland. Trotzdem, ich habe überhaupt keinen Plan. Ich bin mal gespannt, was das wird. Ja, ich kann euch also auch gar nichts zu den Whiskys oder den Brennereien erzählen. Also dachte ich mir, erzähle ich euch mal ein bisschen was zur irischen Whisky-Geschichte. Ganz viele fragen sich nun, wer hat es erfunden? Es gibt einen ewigen Streit zwischen Schottland und Irland. Die Schweizer haben es also nicht erfunden. In Schottland wurde 1494 das erste Mal Whisky schriftlich erwähnt. Die erste offizielle Brennerei der Welt, Whisky-Brennerei, steht allerdings in Irland. Das ist nämlich Bushmills. Die wurden 1608 von James I. lizenziert. Der war übrigens der Sohn von Maria Stuart. Und die Iren hatten es allgemein ziemlich schwer mit ihren Brennereien. 1661 wurde ein Steuergesetz erlassen, das viele Brennereien in die Schwarzbrennerei einfach getrieben hat. Das wurde fast 200 Jahre später erst ein bisschen abgeändert. Dann kam 1840 eine große Hungersnot aufgrund von einer schlechten Getreideernte. Da haben auch noch mal extrem viele Brennereien zugemacht. Die wenigen noch vorhandenen Brennereien haben sich dann in der Irish Distilling Group zusammengeschlossen. Da sind zum Beispiel Powers, Cork, Jameson und Bushmills mit dabei. Ansonsten, ich habe eine ganz coole Map gefunden, die blende ich euch hier mal ein. Wie gesagt, es sind 6 länger existierende Brennereien, die es noch gibt. Und dann haben wir ziemlich viele neue und geplante Brennereien. Aber insgesamt ist die Zahl im Vergleich zu Schottland extrem gering. Da existieren 120 Brennereien und in Deutschland sogar 150. Also das ist schon eine ziemlich krasse Zahl. Ja, kommen wir zu unserem Whisky. Ich fange mit Samplechen Nummer 1 an. Auf Farben gehe ich jetzt nicht ein. Ihr kennt die Färbgeschichte. Ich bin mal gespannt. Also Ich glaube nicht, dass er einen gepeateten irischen Whisky reingepackt hat, weil dann hätte ich ja sofort gewusst, ah, es ist Connemara. Weil das ist die einzige Brennerei in Irland, die über Torffeuer ihren Getreide darrt. Oh Gott, gute Frage. Ich nehme mir ein bisschen Zeit. Die stehen jetzt auch schon ein paar Minuten. Der ist auf jeden Fall sehr weich. Also schon auch so ein bisschen bissig, aber er hat was sehr Mildes, sehr Süßes. Ich habe so Honig und Birne so ein bisschen im Kopf, aber auch so einen kleinen Touch Holzleim. Also da entweder das kommt, finde ich, bei irischem Whisky oft durch das Dreifachdestillieren. Weil die ja traditionell dreimal destillieren, damit wird der Alkohol mit einem viel höheren Alkoholgehalt ins Fass gefüllt und wird dadurch, finde ich persönlich, manchmal ein bisschen, naja, ethanolig, grantig, scharf. So dieser Effekt, den auch Bourbon aufgrund seines jungen Alters und des frischen Fasses manchmal hat. So dieser leichte Holzleim-Touch, der ist hier so ein ganz, 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 ganz kleines bisschen dabei. Wird aber gut von dieser Honig-Fruchtmischung überdeckt. Das ist ganz angenehm. Und ich glaube auch, als ich den aufgemacht habe vorhin und ins Glas gefüllt habe, war der
schon so ein bisschen bissig kam der hoch, aber jetzt wird der Stück für Stück immer angenehmer. Ich glaube, der braucht einfach Zeit. Der muss lüften. Sehr lecker. Hinten raus. Warum fange ich eigentlich immer hinten an? Egal. Hinten raus so ein bisschen dieses Grantige, von dem ich gesprochen habe. So dieses, es ist schon malzig, grantig und so ein bisschen holzig, grantig. So dieses Herbe, aber nicht total bitter. Das finde ich ganz angenehm. Und ansonsten, wow. Der ist super schön rund und jetzt gerade hinterlässt er so ein total metallisches Gefühl im Mund. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. So ganz mineralisch fühlt sich das alles an im Mund gerade. Das kommt so ganz zum Schluss, ganz unerwartet kommt das auf einmal. Ansonsten sehr lecker. Ich muss nochmal probieren, um genau definieren zu können, was das lecker nun ist. So eine Mischung aus, oh, das Mineralische ist echt stark, dieses auch so ein bisschen trockene, fast pelzige, belegte Gefühl. Wow. Ansonsten ist er sehr, so eine Mischung aus Honig, so ein kleines bisschen, aber auch fruchtig. Aber so eine angenehme Frucht, so Birne, sowas in die Richtung. Dann habe ich da auch so eine weihnachtliche Note drin, so was Zimtiges, Vanilliges. Also Vanille ist halt immer so die Standardantwort, ne? Die kann man bei Whisky immer bringen. Das ist immer richtig. Tipp fürs nächste Tasting, wenn euer Tasting-Führer euch fragt, wonach schmeckt der, Vanille ist immer richtig. Wie gesagt, dieses Pelzige irritiert mich ein bisschen. Aber ansonsten ist der sehr, ja, jetzt nicht super fruchtig, aber auch nicht so super Honigtopf, so eine angenehme Mischung dazwischen. Erinnert mich so ein kleines bisschen an Glenfiddich, ist aber hinten raus malziger und so ein bisschen herber hinten raus. Interessant, ich habe überhaupt keinen Plan, ne? Also, sehr leckerer Whisky. Hätte ich ihn blind verkostet, nicht mal unbedingt sogar Irland zugeordnet. Also, so viel zu meinem Kenntnisstand. Ich habe auch die Auflösung noch nicht. Ich bekomme die erst nach dem Video, nachdem ich das gedreht habe, und blende die euch dann ein und mal schauen. Ich weiß auch nicht mal, ob die von einer Brennerei sind. Der hier ist ein bisschen verhaltener. So ein bisschen, so Nase tief reinstecken. Woran erinnert mich das? Ansonsten ist der ein bisschen heller. So Vanillekipferl. Auch so ein bisschen dieses Gefühl von Mehl in der Nase. Also Mehl riecht ja an sich nicht sonderlich, aber einfach so dieses leicht trocken, staubige, wenn man gerade so Plätzchen bäckt und dann halt einmal so eine Mehlwolke hochkommt. Irgendwie hatte ich das jetzt gerade im Kopf. Der ist wesentlich malziger. Trotzdem, er hat auch eine Süße, aber eine viel verhaltenere Süße. Hinten raus kribbelt er so ein bisschen auf der Zunge. Hat eher so weniger Frucht, also so gar keine Frucht. Eher wirklich so Gebäck. Irgendwie, Plätzchen, Vanillekipferl, irgendwas. So ein bisschen mit Puderzucker, also schon süß, aber nicht diese fruchtige, goldene Süße, sondern eher wirklich so gebäckmäßig in die Richtung.
ja, auch hinten raus kommt so ein bisschen das Gefühl von so Trockenheit mit. Aber nicht so pelzig wie bei dem anderen jetzt, sondern wirklich trocken. Geschmackmäßig intensiver, wesentlich intensiver als in der Nase. In der Nase musste ich wirklich richtig tief reinriechen. Hat mich so ein kleines bisschen an Red Breast erinnert. Den hatte ich jetzt in der Whisky-Weltreise. Da hat er mir aber gar nicht geschmeckt. Da fand ich den super null intensiv. Kann aber auch daran liegen, dass ich ihn halt nach dem Elijah Craig probiert habe. Der hier ist vom Geschmack her wesentlich kräftiger gewesen, aber so diese Gebäcknote fand ich jetzt, hat mich hier total erinnert. Vielleicht ist das Nummer 2 ja ein Red Breast, das ist mein Tipp. So, muss hier mal ein bisschen longieren. So. Sample Nummer 3. Oh, der ist sehr. Sehr sauer, so fruchtsäuremäßig. So ein bisschen, aber nicht so zitronensauer, sondern eher so grüner Apfelsauer. Mal gucken. Er ist sehr weich, sehr ölig. Im Geschmack jetzt hinten raus so ein bisschen kommt die Säure durch, aber wirklich nur minimal. Der ist sehr, sehr einfach vom Geschmack, sehr wässrig, sehr schnell, auch so verschwunden. Sehr, also trotzdem angenehm, schön, ne? Aber jetzt nichts geschmacklich total hervorstechendes. Ja, sehr, sehr wässrig. So, auch es bleibt auf der Zunge nicht viel übrig. Er hatte sowas, ich muss noch mal probieren, kann mich nicht mehr dran erinnern. Hinten raus scheppert er so ein bisschen über die Zunge. Davor hat er so eine ganz leichte, angenehme, aber auch so ein bisschen verwaschene Süße. So kombiniert mit so ein bisschen Holzfass, vielleicht ein Bourbonfass. Also da ist nicht groß irgendwie was drin, geschmacklich, ich weiß es nicht. Ja, angenehm, aber irgendwie auch so ein bisschen simpel im Geschmack. Tut mir leid, Christian, wenn das jetzt ein guter, teurer, ganz exklusiver Whisky ist, aber ich finde den ein bisschen wässrig, ein bisschen flach. Kann ich auch überhaupt nicht sagen, was es ist. Ja, also die 3 ist mir ein bisschen zu wässrig, die 1 gucke ich mir nochmal an. Bei der 2 tippe ich auf Redbreast. Die 1 hat jetzt so ein bisschen so diese Holz-, Harz-, Zucker-Süßnote drin. Also so, mich erinnert das immer so ein bisschen an Birkenholz, was gerade so ausharzt, ausblutet und was man dann anzündet. Also so eine ganz spezielle Holz-Feuersüße, ohne dass aber Rauchanteil dabei ist. Auch warm, er riecht warm. Kann man warm riechen? Ich habe das Gefühl, er riecht warm. Der ist aber in der Mitte auch so ein bisschen wässrig, so ein bisschen dünn. Kommt dann hinten raus nochmal mit seiner malzigen, herben Note. Aber zwischendrin, am Anfang hat er diese schöne Süße. Aber dann ist er auch zwischendrin so. Kurzer Knicker. Also, wie gesagt, ich bin vollkommen planlos. Ich schneide euch die Auflösung dann gleich ans Ende vom Video. Vorher
würde ich euch noch bitten, wenn ihr irgendwelche Fragen an mich habt oder zu meiner Whisky-Sammlung habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ich würde gerne zu Ostern euch meine Sammlung vorstellen und ein, zwei Whiskys dabei auch verkosten. Da weiß ich noch gar nicht, was ich da nehme. Mal schauen. Ja, ich würde euch gerne einfach meine ganze Sammlung zeigen. Falls euch da irgendwas interessiert, schreibt es einfach in die Kommentare. Genau. Zu den drei Unbekannten. Also mein Tipp für Nummer zwei ist, dass es ein Redbreast ist, einfach weil mich diese Gebäcknote total dran erinnert hat. Ich habe keine Ahnung, wer eins ist und wer drei ist. Die drei war mir zu flach, zu wässrig. Die eins ist so okayisch und die zwei hat mir von denen wirklich am besten gefallen. Ich tippe, dass ein Bushmills dabei ist. Ich hoffe, dass ein Bushmills dabei ist. Da kommt auch demnächst ein Video zu dem 10er Bushmill, den mache ich für euch extra auf. Ja, das waren drei Unbekannte. Hier kommt die Auflösung und wir sehen uns beim nächsten Mal. Slanji!